Hallo und herzlich willkommen zurück zu Staffel 2 von Hinterm Horizont. Ja, wir haben das Spiel ja damals eine Weile lang gespielt und ich fand es auch wunderbar. Allerdings gab es so viele Änderungen mittlerweile, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das jetzt alles unterbringen soll mit einem Spiel, was ich schon begonnen habe. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, machen wir Staffel 2 und dann kann ich euch nebenbei auch, soweit ja, mir das möglich ist, noch etwas davon erzählen. Und zwar unter anderem gibt es ja auch neue DLCs mittlerweile zum Spiel. Das heißt, wer das Spiel zum Beispiel schon durchgespielt hat, kann sich jetzt auch noch das DLC Die Wüste holen oder das DLC Die Himmelsfeste, was dann auch nochmal unter anderem ein paar Fragen beantwortet, die einem sicher in den Sinn gekommen sind, während man das Spiel gespielt hat und die ganze Story erlebt hat. Nun gut, so oder so, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal ein neues Spiel starten. So, da könnt ihr dann auch direkt auswählen, entweder ein neues Spiel beginnen, also das normale Spiel, Add-on die Wüste oder die Himmelsfeste, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Wir nehmen natürlich normal ein neues Spiel. Dann habe ich jetzt soweit schon mal alles eingestellt, den Namen eingegeben und so weiter. Und ja, ihr seht dann hier auch schon, was neu hinzugekommen ist. Man kann sich jetzt einen Schwierigkeitsgrad einstellen. Ihr habt jetzt die Auswahl zwischen leicht, normal und schwer. Ich glaube, die Auswahl von der Optik her, die ist soweit geblieben. Dann könnt ihr allerdings, und ich meine, dass das neu ist, oder zumindest ist der Überlebensmodus noch neu dazugekommen. Dann könnt ihr noch auswählen, was ihr für eine Farm machen wollt. Ich lasse das jetzt mal bei Standard, aber es gibt noch welche mit Flüsse und Wald. Wählt die Fluss- und Wälderfarm aus. Flüsse durchziehen das Farmland und bilden Inseln. Felsige Arenale und ausgedehnte Wälder überwiegen. Nur kleinere zusammenhängende Flächen, aber viele Möglichkeiten zum Sammeln. Finde ich eigentlich auch sehr gut. Allerdings, das mit den kleinen zusammenhängenden Flächen schreckt mich ehrlich gesagt so ein bisschen ab. Deswegen lasse ich das erstmal sein. Ja, und dann gibt es natürlich noch die schwierige Variante. Den Vulkan. Wählt die Vulkanfarm aus. Die Farm ist von schlafenden Vulkanen umgeben. Sehr wenig guter Ackerboden, aber viele Erze und Steine. Was, ja, ich sage mal, später schon wichtig wird. Wenig Wald und insgesamt wenig Platz. Dient auch als Basis für den Überlebensmodus. Das wäre dann das Letzte. Der Überlebensmodus setzt die Vulkanfarm voraus. Also die müsst ihr dann sozusagen, das Schwierigste müsst ihr dann davon anklicken. Aktive Vulkane und zahlreiche Gameplay-Änderungen. Vollständige Liste in der Ingame-Anleitung-Rubrik. Update 3.xx. Das Ganze ist sehr herausfordernd und nur für erfahrene Spieler zu empfehlen. Hier kann ich euch übrigens noch den Hinweis geben auf die YouTube-Seite des Entwicklers. Habe ich natürlich auch alles unten in der Beschreibung verlinkt, weil er nämlich mal in den Überlebensmodus reingespielt hat. Für, ich glaube, 1,5 Stunden oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Steinigt mich nicht, wenn es mehr gewesen ist. Da könnt ihr auf jeden Fall so einiges dann noch mitnehmen, wenn ihr euch das Ganze anguckt. Übrigens hier auch noch der Hinweis: Vor kurzem gab es noch ein Update vom Spiel. Ihr könnt das Ganze jetzt auch auf dem Steam Deck spielen. Einzige Sache, wo ihr darauf achten solltet: Ihr solltet nicht die Steam-Taste drücken, weil aufgrund eines technischen Fehlers jetzt friert dann leider das ganze Spiel ein. Alle anderen Tasten könnt ihr aber soweit ganz normal benutzen. Das heißt, wenn ihr im Spiel drin seid, könnt ihr euch ganz normal bewegen, eure Farm anlegen, also Felder anlegen und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel. Schau, Alex, die Shoppingmeile. Sieht ganz so aus. Look, John, down there is a shopping mall. Let's take a look then. Hot Dogs, yeah! Dass du hier inmitten von Irland einen Hotdog essen willst?
Hot dogs kann ich überall essen. Please one hot dog. Waiting, darling. I'll get some popcorn. Let's go, John. Schau dort drüben, Alex. Sieht nach einem Einkaufszentrum aus. Komm, lass uns rübergehen. Okay. Solange das jetzt nicht im Frogspiel endet. Jetzt sind wir hier inmitten von Irland und gehen in den Einkaufszentrum. Schon ein wenig verrückt, oder? Ja, aber verrückt ist gut. Dafür fährt man doch in den Urlaub. Ich darf gar nicht daran denken, dass wir Montag wieder ins Büro müssen. Nicht dran denken. Ich schaue mir jetzt die Bücher dort an. Die ist mir sehr sympathisch. Sie mag Bücher. Hey Harry, nice to meet you. Hi Poppy, what are you doing? Ah, just hanging around. Cool, I'm looking for work. Two hot dogs, please. What do you mean? Looking for tourists. You've seen some? Thought I heard some Germans over the street. Excellent. Germans got always money. Ha, wenn der wüsste. What are you about to do? You'll see, Poppy. Der will mich ausrauben, oh Gott. Hallo, Mister. Ich mache Tour. Interessiert? Wie bitte? Tour zu Tempel, verstehen Sie? You offer a sightseeing tour? Nice, you speak English. Yes, I know the country here and I can show you some interesting places. Alex, komm mal. Okay, ich komme. Thanks, bye. Was gibt es denn? Dieser Mann hat angeboten, mit uns eine sightseeing tour zu machen. Einfach so? Ich vermute, umsonst wird es nicht sein. I'll make you a good price. Let's say 100 euros for the rest of the day. What's your name? I'm Harry. Harry Potter. This is my friend Alex and I'm Gameplayerin. Okay, then, let's go. We'll visit some very interesting temples and den Rest konnte ich mal lesen. Was denkst du, Alex? Klar, klingt doch spannend. Das machen wir. Besser als shoppen. Sympathisch. Ich hasse shoppen. Okay, Harry, let's go. My car's down the road. Follow me. Oh, ich werde nie einem fremden Mann folgen. Hey, Poppy, see you later. Don't be late, we might get a storm tonight. Here we are, our last stop. And what'll we find here? There is an Axian Stonehenge in the forest. It's a long way. Stonehenge? No, perhaps half an hour to walk. Ja, so ein alter Steinkreis. So etwas wollte ich mir immer schon mal ansehen. Boah, so ein alter Steinkreis. Sieht aus, als würde es bald regnen und dunkel wird es auch schon. Aber wer weiß, ob wir noch einmal eine Gelegenheit bekommen. Stimmt. Morgen geht's schon wieder in den Flieger. Also gut. You are ready to go? Yes, yes. Schau, Gameplayerin, der Wald ist selbst in einem schwachen Licht wunderschön. Und überall wachsen Pilze und Kräuter. Es fühlt sich ja alles so lebendig an. Fast als wären wir in einer anderen Zeit, die längst verloren ist.
Richtig mystisch. Wenn ich das im Büro erzähle, halten Sie mich für verrückt. Can we go on? Don't want to get wet. Unser Führer wird ungeduldig. Lass uns weitergehen. Aber da war ein Pilz, den konnte ich mitnehmen, oder? This is the Anxiety Stonehenge. There are a lot of legends about it. You have an example? A lot of people talk about. Fairies dancing in the moonlight. But no chance today. No moon, only rain. Hast du das gehört? Das Gewitter kommt wohl eher als gedacht. Lass uns noch kurz den Steinkreis untersuchen, dann gehen wir zurück. I wait here. Was ist das denn? Eine Pflanze? Diese Steine finde ich einfach faszinierend. Sie strahlen irgendwie. Hörst du mir überhaupt zu? Nö. Sie ist an den Steinen. Klar, diese Pflanze fasziniert dich. Sieht wirklich einzigartig aus. Hey, I'll go slowly back to the car. The storm is coming closer. Okay, we'll come in a moment. Ob ich mir wohl einen Ableger mitnehmen kann? Fass sie lieber nicht an. Vielleicht hat sie giftige Stacheln. Nie habe ich meine Ausrüstung dabei, wenn ich sie brauche. Was meinst du für Ausrüstung? Ich sammle doch Pflanzen. Ein Hobby schon von Kindesbeinen an. Das wusste ich noch gar nicht. Wie lange kennen die sich denn? Nun wird es wirklich ungemütlich hier. Oh nein, ist tot! Alex, was ist los mit dir? Was ist das für ein Licht? Wir sind gestorben. Das Spiel ist zu Ende, ihr Lieben. Nein, wir sind natürlich nicht tot. Allerdings sind wir jetzt eine Frau, weil ich dummerweise eben einen Mann ausgewählt hatte, ist mir vorhin aufgefallen. Und ich möchte natürlich gerne mit einer Frau weiterspielen. Hallo Gameplayerin. Wer bist du? Woher weißt du, wer ich bin? Es gibt vieles, was ich weiß, mein Mädel. Wieso dein Mädel, hallo? Ich habe schon einen Freund. Wenn du willst, kannst du mich Kien nennen. Das bedeutet weiser Mann und würde mir gefallen. Na gut, weiser Mann, jetzt sag mir, wo ich hier eigentlich bin. Oder wann? Ich denke, du bist irgendwie durch diesen Steinkreis gekommen, oder? Was? Ich stecke in irgendeinem bizarren Traum fest? Durchaus möglich. Am Ende ist alles nur ein Traum, meinst du nicht? Ich habe jetzt wirklich keine Lust auf Philosophie, alter Mann. Hallo, nicht direkt beleidigend werden. Gut, dann lasse ich dich jetzt allein. Ich wohne im Osten, folge einfach dem schmalen Weg. Wenn du dich beruhigt hast, besuche mich. Mir scheint, du wirst Hilfe gebrauchen, um dich hier bei uns zurechtzufinden. Ja, vor allen Dingen muss man der echt mal, ne? Ein bisschen Anstand einprügeln hier. Er geht ja gar nicht. Das ist der weise Mann, nicht der alte Mann. Damit fängt's schon mal an. Kapitel 1: Eine neue Welt. Wir dürfen ihm folgen, rein theoretisch. Moment. Moment. Ach so. Ha! Ja! Wir müssen gar nicht tippen, wir können mit der Tastatur laufen. Hier oben ist eine Blume, ne? Die wir aber nicht nehmen können. Das ist eh das Inventar. Okay, die Blume. Ich glaube, das war auch am Anfang so, dass wir erst auch noch gar nichts pflücken konnten. Wieso läufst du durchs Wasser? Hallo? Er kann übers Wasser laufen? Es ist Jesus. Ich hab's doch gewusst. Hallo, Jesus, bleib mal stehen. Bleib mal stehen.
Also rechte Maustaste. Kann ich ja noch lange auf die linke Maustaste drücken. Wie so Einsiedler, das ist doch der weise Mann. Hallo Gameplayerin. So, da bin ich. Ich hoffe, du hast ein paar Antworten für mich. Noch netter ging's nicht. Nun mal langsam, Mädel. Erzähle mir lieber erst einmal, woher du kommst. Du scheinst ja vollkommen durcheinander zu sein. Ich war bei so einem Steinkreis in Irland mit meiner Freundin. Und wir sahen beide aus wie Männer. Und dann hat uns der Blitz getroffen und ich bin als Frau hier wieder auferwacht. Nein, das soll keine Transformation darstellen. Ich habe tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich diesen Haken gesehen und daneben dieses weibliche Zeichen. Und ich habe nicht gesehen, dass dieser Haken auf dem männlichen Zeichen ist. Und ich habe mich schon gefragt, warum die plötzlich so männlich aussahen, die Figuren. Aber gut, war ein Fehler meinerseits. Ach so, ein Steinkreis, so ähnlich wie dieser hier. Ja, und es gab ein Gewitter und Blitze schlugen in die Steine ein. Hört sich nach einem ziemlichen Unwetter an. Ich vermute, da ist etwas schiefgelaufen, denn bisher war dieser Steinkreis lange nicht mehr aktiv. Irgendetwas hat ihn aufgeweckt und dann hat er eine Verbindung zu deinem Standort hergestellt und dich hierher gebracht. Ein faszinierendes Rätsel. Welche Erkenntnis? Und was mache ich jetzt damit? Erstens, du findest dich damit ab, hier zu sein. Danach solltest du einiges in Angriff nehmen, denn es kann gut sein, dass du noch eine Weile hierbleiben wirst. Die Straße nach Waldheim ist momentan verschüttet und hier lebt außer mir nur noch Wilfried, ein guter Freund von mir. Aber ich bezweifle, dass er dir bei deinem Problem helfen kann. Na toll, da sitze ich also mit zwei alten Männern in der Wildnis fest. Ha, so schlimm wird es nicht sein und irgendwann wird der Durchgang wieder frei sein und du kannst nach Waldheim reisen. Dort leben viele Menschen und wer weiß, vielleicht kann dir dort jemand helfen. Am besten wir kümmern uns erst einmal darum, dass du hier überleben kannst. Waldheim hört sich nach so einem kleinen Kaff mit 100 Einwohnern an. Boah, was bin ich so unfreundlich. Nein, ich schätze, es sind ungefähr 30. 30? Gibt es keine Städte hier in der Nähe? Städte, nein. Soweit ich weiß, erstreckt sich jenseits der bekannten Welt ein riesiger See und was dahinter ist, kann ich dir nicht sagen. Als nächstes erzählst du mir sicher, dass es auch keine Telefone gibt? Nein, gibt es nicht. Okay, ich gebe auf. Was immer hier läuft, ich verstehe nichts. Wunderbar. Aufgeben ist oft eine gute Alternative, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Soll ich dir nun einiges über unser Leben erzählen? Keine Ahnung, ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Okay, das kann ja nicht schaden. Gut. Wie du siehst, leben wir hier mit der Natur verbunden und ernähren uns direkt von den Pflanzen und Bäumen. Die meisten von uns bauen Gemüse an oder züchten Nutztiere, die uns mit Eiern, Milch und Wolle versorgen. Ja, und Esel gehören auch dazu. Das habe ich jetzt auch gelernt. Es gibt sowas wie Eselsmilch. Wusste ich vorher ganz ehrlich gesagt noch nicht. So etwas schaue ich mir im Reality-Fernsehen an. Ja, wo? Im Dschungelcamp oder was? Ist unglaublich. Ich stecke in einer Show. Vielleicht ist es besser, ich schicke dich erst einmal los und du schaust dich um. Nordwestlich der Insel mit dem Steinkreis steht eine alte Hütte. Dort kannst du wohnen. Es steht schon eine Weile leer und Hugo, das war der letzte Bewohner, ist auf und davon. Übrigens, mein Freund heißt, oder meine Freundin ist es jetzt auch, heißt jetzt nicht mehr Alex, sondern Clara. Das nur mal so am Rande. Das hat sich nämlich auch geändert. Er hatte sich eine Spitzhacke von mir geliehen, die sicher noch irgendwo dort liegt. Bring sie mir doch bitte und schau dich bei der Gelegenheit um. Ich soll dir eine Spitzhacke holen? Ja genau, warum macht er das eigentlich nicht selber? Der kennt sich doch ja aus. Ja, das wäre toll. Ich erzähle dir dann später mehr und suche auch noch ein paar Dinge. Was? Suche auch noch ein paar Dinge, die du für den Anfang brauchen könntest. Also nach. Also dann, bis später. Bis später. Ja. Es gibt einiges, was sich geändert hat. Allerdings habe ich mich damit jetzt leider noch nicht so ganz beschäftigen können. Genau, wenn wir jetzt hier drauf drücken, haben wir auch die Karte. Die haben wir natürlich vorher auch schon mit M gehabt, aber hier sieht man jetzt auch die Leute rumlaufen.
da war gerade ein Reh. Das heißt, hier, wenn ich jetzt M auf und zu mache, dann sieht man die Karte auch. Hier ist quasi so das Menü, sage ich jetzt mal. Da kann man auch noch verschiedene Sachen einstellen. Beim Charakter beispielsweise kann man sich dann anschauen, wie die Werte von uns aussehen. Ich denke mal, das hier wird dann für Rüstung sein. Ich habe das ehrlich gesagt alles gar nicht mehr so im Kopf. Da werden wir uns aber wieder ein bisschen reinfuchsen. Dann gibt es noch den Magiebaum, was wohl, glaube ich, recht teuer war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das zu erlernen. Dann gibt es hier noch das Herstellmenü, sage ich jetzt mal. Da können wir dann theoretisch, sofern wir die Pläne haben, Waffen, Ausrüstung, Einrichtung und Nützliches herstellen. Was auch immer jetzt unter Nützliches drin war, das weiß ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo er jetzt... Er ist jetzt so schräg runtergelaufen, ne? Wir sollen aber eigentlich die Steinhacke bringen. Und ich habe schon wieder vergessen, was er mir jetzt eben gesagt hat. Aber es gibt jetzt das Tagebuch. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das gab es damals noch nicht. So, bringe Kieran die Spitzhacke. Das ist klar. Aber wo finde ich jetzt die Spitzhacke? Hier kann man nochmal die anderen Geschenke, Bücher, Hauptquests und so weiter... Aber es gab auch irgendwo einen Hinweis, das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht mehr, wo es war. Es gab irgendwo einen Hinweis, dass man sehen konnte, in welche Richtung man gehen muss. Das kann aber sein, dass das erst bei einer anderen Quest gewesen ist. Okay, hier kann ich nichts machen. Das ist, glaube ich, ja genau, er steht schon hier. Das ist auch sein Haus, soweit ich mich erinnern kann. Gucken wir mal eben rein. Hallöchen, ist jemand da? Hier ist sowas Komisches auf dem Tisch. Achso, das ist eine Lampe, glaube ich. Ich kann es auf jeden Fall an- und ausmachen. Kann ich dir auch vielleicht ein bisschen was von deinem Essen stibitzen? Ich will ja nichts klauen, aber... Nee, schade. Okay. Dann nicht. Ich dachte, ich könnte mir das Leben ein bisschen einfacher machen, aber dann halt eben nicht. Okay, also er ist auf jeden Fall schon mal hier unten auf der Karte. Das muss ich mir merken. Das große Haus hier unten neben dem Wasser. Dann laufen wir mal ein bisschen weiter... Gehen Nordosten oder so. Ich würde sagen, eigentlich hier rum. Weil hier ist eigentlich eine gute... Nee, hier rum können wir nicht. Da war das Wasser. Okay, da können wir wie er... Schade, wir können leider nicht übers Wasser laufen. Ach, so ein Mist. Hätte ja sein können. Aber wir sind halt nicht... Wir sind nicht Gott oder Jesus oder keine Ahnung. Er hat es ja auch nur ganz kurz gekonnt. Also irgendwas war nicht ganz koscher mit dem Typen. Ich weiß auch nicht. Aber er scheint hier so eine Übermacht zu sein. Er hat auch eine Kutte an. Also das lässt auch sehr auf Loom hindeuten. Er braucht jetzt nur noch einen Stab, dann kann er bestimmt auch Magie ausüben. Wobei, ich glaube, hier braucht man keinen Stab, soweit ich mich erinnern kann. Bist du eine Ratte? Eine Maus? Was bist du denn? Hallo, Süße. Hallo. Hallo, meine Süße. Ich kann dich leider nicht aufnehmen. Ich würde dich gerne mit nach Hause nehmen als Haustier. Oh... So, wenn wir irgendwas machen können, ändert sich ja auch das Symbol. Wir können leider auch nichts hier... Fenster können wir schließen, ach so. Ja, wer weiß. Ich weiß ja nicht, ob man hier... Sah eben aber doch noch anders aus, oder nicht? Scheiße, ich hab's jetzt kaputt gemacht, glaube ich. Ich gehe mal lieber wieder. Ich war niemals hier drin, okay? Bin nie hier gewesen. Ach, das war, glaube ich, wo das nicht weiterging, wenn ich mich richtig... Ja, genau, das war irgendwie wegen dem... Also wahrscheinlich ist hier das Dorf gewesen. Ehrlich gesagt, ich habe so überhaupt nichts mehr auf dem Schirm. Ich habe gar nichts mehr auf dem Schirm. Deswegen, ich muss das mit euch alles nochmal von vorne durchgehen. Das war aber nicht mein Haus. Das war woanders. Aber war denn hier nicht tatsächlich die Spitzhacke? Kommt man die nicht irgendwo... Moment... Ne, hier auch nicht, ne? Ich kann dir noch nicht mal Licht anmachen hier. Schade. Na gut. Die haben aber scheinbar alle diese Edelsteine. Ja, hier komme ich nicht weiter, ne? Ich weiß, dass ich hier oben, glaube ich, die Bäume irgendwie, da musste ich was abholzen später. Das habe ich noch im Kopf. Aber ich gebe zu, ich habe nicht mehr viel im Kopf. Also ich meine, ich habe viel im Kopf, aber deswegen bleibt auch so wenig Platz für die Sachen, ja, die mein Kopf quasi schon verbannt hat vor einiger Zeit. Und ich hatte mich dann so darauf gefreut, dass ich das Ganze dann nochmal, wenn die Änderungen
da sind, alles machen kann. Und habe ein bisschen zu lange gewartet, weil ich habe jetzt absolut keinen Plan mehr, wie man das Spiel überhaupt spielt. Bin ich jetzt wieder bei dem... Bin ich denn hier? Nee, ich bin noch nicht bei dem, einen. Das heißt, wenn ich hier irgendwo eine Hütte sehen sollte, dann ist das meine. Meine Hütte. Na, das war aber, glaube ich, auch nicht meine. Ich bin mir nicht sicher. Ist das die von dem einen? Ich habe mir was geklaut. Was habe ich denn geklaut? Was habe ich denn? I ist nicht Inventar. Moment. Steht hier jetzt aber auch nicht drin. Toll. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht. Ah! Rechtsklick. Haha. Mein Bewusstsein hat sich erweitert. Sehr schön. Das ganz ohne Meditieren, muss ich dazu sagen. Obwohl ich das auch zwischendurch mal ganz gerne mache. Aber irgendwie fehlt mir im Moment echt die Zeit für sowas. Unsere Ackerbögen, Teil 3. Schmutz, Sumpf, Gewässer, Meteoritgestein, Lava. Okay, es ist jetzt im Moment noch ein bisschen zu früh dafür, weil wir müssen noch nichts beackern hier, ne? Aber haben wir auf jeden Fall schon mal gesammelt, das ist schon mal gut. War das doch unsere Hütte? Ich bin mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher. Hallo? So, was haben wir hier? Unsere Ackerbögen Teil 2. Ich glaube, ich sollte das in einer anderen Reihenfolge eigentlich finden, aber ist nicht schlimm. Mein Bewusstsein hat sich auch dadurch wieder erweitert. Sehr schön. Ich kann hier aber trotzdem nichts... Ey, hier ist so viel Essen, ne? Oder zumindest Sachen, wo man Essen draus machen kann. Ich kann hier nichts machen. Sauerei. Ehrlich. Nirgendwo kann ich mal eben was mitgehen lassen oder so, damit ich hier überleben kann. Ich muss ja verrecken. Ich muss ja elendig verrecken, weil ich das Ziel nicht finde. Muss ich noch dazu sagen, dass ich eigentlich naturblond bin? Nein, ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen, oder? Wir sind jetzt wieder am Anfang. Halt, stopp! Sag mir doch ein bisschen mehr. Wo soll ich denn hin? Da rennt ja wieder was Wasser. Da konnte ich Fragezeichen machen. Warum kann ich ein Fragezeichen machen? Hallo Gameplayerin. Ja, hallo. Ich kann nur bis später sagen. Ich bin so unfreundlich in diesem Spiel. Das ist echt schrecklich. Also, hier bin ich hergekommen. Links kann ich aber... Kann ich da links? Nee, da konnte ich doch nirgendwo rumgehen, oder? Also nicht, dass ich mich jetzt daran erinnern könnte. Ich glaube, das hatte ich schon mal ausprobiert. Und ich glaube, beim ersten Mal war ich genauso dämlich und war ich total verzweifelt, weil ich... Ach nee, hier links war, glaube ich, das Haus, was ich hatte, oder? Da war ich genauso verzweifelt, weil ich da genauso dämlich war, muss ich dazu sagen. Ich meine, hier war irgendwo das Haus, was ich nachher bekommen habe. Moment, da... Habe ich mich jetzt erschrocken? Das muss die Farm sein, von der Kian gesprochen hat. Heißt es Kian oder Kian? Kian, oder? Von außen sieht sie noch ganz passabel aus. Die ist riesig, hallo? Richtig rustikal. Könnte in Kanada im Wald stehen. Wieder so eine süße Ratte. Hallo? Willst du mein Hausfreund werden? Was für ein Chaos. Ach, die Spitzhacke. Und Mäuse gibt es auch noch. Oh, Entschuldigung, es ist eine Maus. Ich schaue mich draußen noch ein wenig um. Nee, nee, geh rein, geh rein. Nein, nein, ich hab... Hallo. Dort unten muss ein Beet gewesen sein. Ach so, ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Ich bin wieder viel zu aufgeregt hier. Diese Kristallkugel sieht interessant aus. Ist nur ein bisschen groß. Mystisch. Warum steht sie wohl hier? Als Spiegel. Das war der Stall, oder? Oder habe ich das... Das hier ist ein Nebengebäude. Wäre gut geeignet für eine Werkstatt. Ah, okay. Ich sage, ich habe alles wieder vergessen. Es tut mir leid. Jetzt wird es Zeit, dass ich diese Spitzhacke suche. Ich habe die doch schon gefunden! Ich sollte im Haus nachschauen. Ich liebe Spiele, die mich an die Hand nehmen, weil ich bin so total dämlich und vertrottelt manchmal. Ihr kennt das ja von mir. Aber ich habe in diesem Fall tatsächlich diese Spitzhacke gesehen. Und das ist für meine Verhältnisse tatsächlich etwas, was eher ungewöhnlich ist, dass ich etwas auf Anhieb sehe. Ich mache schon mal die Fenster auf hier, würde ich sagen, oder? Muss ich da noch hingehen? Ja, ne? Wäre eigentlich logisch. Oder ich bin mir nicht sicher, sind die jetzt so zu oder auf? Weil das sieht so...
Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal eins so, keine Ahnung. Kann ich hier Wasser aus dem Wasserhahn trinken? Ich darf gar nicht überhaupt da hingehen. Aber ich darf das, glaube ich, aufmachen, ne? Ah, nee, das war mit dem Feuer, genau. Es ist für mich, als würde ich alte Dinge wiedererkennen. Und in dem Moment, wo ich das dann herausfinde, für mich persönlich, ausruhen, genau, hier konnte man schlafen. Wenn ich das dann für mich persönlich herausfinde, dann ist es wieder schön, weil es dann für mich das erste Mal wieder ist. So ähnlich wie Alzheimer. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber... Notizen von Hugo aus der Hütte. 14. Tag. Nun, bin schon 2 Wochen hier. Habe beschlossen... Achso, Bewusstsein hat sich erweitert. Habe beschlossen, ab und zu etwas aufzuschreiben. Keine Ahnung wofür, aber vielleicht liest es irgendwann jemand. Bin hier mit 2 alten Männern in der Wildnis. Keine Ahnung warum und wieso. Die beiden versuchen mir zu helfen, aber ich weiß nicht, ob mir noch zu helfen ist. Also, das kann ich euch versprechen. Mir ist nicht mehr zu helfen. Die beiden, ich glaube, ich werde verrückt. Hier passieren merkwürdige Sachen und ich habe ständig Angst, verfolgt zu werden. Oh, oh, den Horrorfilm habe ich zuletzt auch gesehen. Obwohl hier niemand ist. Kian, der alte Mann, der im Osten wohnt, meinte, ich sollte mich damit abfinden, hier zu sein. Leichter gesagt als getan. So, jetzt gehe ich raus, meinen Acker bewässern. Noch eine Absurdität. Ich bin jetzt ein Bauer. Ich finde das nicht so absurd. Also wenn ich wählen könnte, würde ich auf jeden Fall sowas wie eine Bäuerin werden. Ich weiß nur nicht, ob mein Land das aushalten würde, wenn ich da halt alles bestellen würde. Ich glaube, die Hälfte würde kaputt gehen. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe tatsächlich, der ein oder andere von euch weiß das vielleicht noch, ich habe tatsächlich bei mir auf dem Balkon schon einiges angebaut und da waren sehr tolle Sachen bei. Radieschen in Bioqualität 1A, die haben richtig geil geschmeckt. Die Möhren sind mir leider eingegangen. Das muss ich aber dazu sagen, das lag nicht an mir, das lag daran, dass direkt darunter ein Wespennest auf einmal war. Und ja, ich mit meiner Wespenallergie wollte da nicht unbedingt an die Möhren ran. Und ja, Kartoffeln habe ich auch angepflanzt. Die sind auch sehr, sehr lecker gewesen, muss ich sagen. Ich habe eine. Ah, rechts gedrückt halten, dann kann man es lesen. Lupe. Also, dass es eine Lupe ist, wusste ich schon. Lupe zur Untersuchung eines Feldes. Zeigt den Namen von Pflanzen und Bäumen. Ich kann nicht mehr lesen heute. Zeigt den Namen von Pflanzen und Bäumen, ihre Produkte und weitere Informationen. So. Es tut mir leid, ich habe irgendwie gerade eine Wimper oder sowas im Auge. Ich bin hier schon die ganze Zeit am Zwinkern und kann dabei jetzt irgendwie auch nicht mal vernünftig lesen. So, da ist wieder was zum Lesen. Ich habe gerade gelesen, Notiz bei Hugos Leiche. Ich muss, glaube ich, ins Bett gehen heute. Es tut mir leid. Notiz bei Hugos Lupe. Gestern habe ich diese Lupe im Regal gefunden und Kian hat mir gesagt, dass ich mit ihr die Pflanzen und Bäume draußen in der Wildnis studieren kann. Angeblich soll die Lupe mir sagen können, um welche Pflanzenart es sich handelt. Und sogar, was diese produziert. Das klingt schon ziemlich verrückt. Außerdem soll mir die Lupe helfen, festzustellen, wann ich eine Pflanze ernten kann. Vielleicht probiere ich das Teil nächste Woche einmal aus. Es gibt so viel zu tun. Jetzt kriege ich hier vor Aufregung schon Schluck auf. Das finde ich nicht gut. Also ich dachte, ich könnte jetzt die Lupe daran ausprobieren. Hilfe! Ich dachte gerade, das ist ein Geräusch aus dem Spiel. Da ist draußen, hat einer mit den Reifen gequietscht. Hab ich mich jetzt erschrocken. So, die Frage ist jetzt, ich meine, dass wir das später kriegen werden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, soll ich jetzt irgendwie schon mal was hier reintun oder nicht? Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind auf der Karte nach links. Hier ist auch ein grünes Fähnchen. Wieso ist hier ein grünes Fähnchen? Weil das mein Zuhause werden soll? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich mach mal die Tür zu. Oder auch nicht. Nee, Moment, ich muss weiter wegstehen. Hä? Okay. Es wird aber irgendwie dunkel, ne? Kann das sein? Was haben wir denn jetzt gerade? Moment, fast 22 Uhr. Ja, so ein Mist. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier doch weitermachen, dass ich mich jetzt erstmal hier hinlege zum Schlafen, weil wenn ich mich richtig erinnere, kann man dabei nämlich auch als einziges speichern. Dann würde ich sagen, ich lege mich jetzt mal ins Bettchen hin. Ihr könnt euch jetzt erstmal ein bisschen erholen von meinem
heute etwas total durcheinander seienden Ich, also eigentlich wie immer. Und dann sehen wir uns frisch, fromm, fröhlich, frei in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich ohne, dass ich was im Auge habe, damit ich nicht die ganze Zeit immer hier so blinzeln muss. Und ja, hoffentlich auch mit ein bisschen weniger Gradzahlen draußen, weil im Moment ist es hier wirklich heiß. Sagen wir einfach, die Hitze hat mein Gehirn geschmolzen, deswegen bin ich heute so drauf. Wir ignorieren einfach, dass das ständig so ist. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel noch von Staffel 1 kennt, ob ihr euch darauf freut, dass es jetzt mit Staffel 2 weitergeht, ob ihr schon von irgendwelchen Änderungen gehört habt oder ähnliches. Ich werde auf jeden Fall alle Verlinkungen zum Entwickler bzw. zur Spiele-Homepage und so weiter auch in die Beschreibung reinsetzen. Und ja, mehr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. Euch noch einen schönen Resttag und dann bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!